Yo Friends, was geht? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich habe mich gerade ein bisschen fresh angezogen, denn ich gehe jetzt schön essen. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall morgen zu ein paar wichtigen Themen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Bock. Yo Friends, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte mich heute mal mit einer Frage beschäftigen, die ich auf ein Video von mir bekommen habe, zu dem Thema meine Erfahrung mit Liebe. Ich werde das Kommentar jetzt mal hier einblenden. Du kannst dir ja wahrscheinlich denken, warum ich diese Frage stelle. Mein Unterkiefer steht so krass vor, dass es reinregnet. Aber welche Rolle hat in der Entwicklung in dieser Hinsicht deine Kiefergeschichte gespielt? Du kennst das ja, wenn man sich nicht traut zu lachen, zu lächeln oder sogar zu sprechen. Oder es dir zumindest unangenehm ist. War die Bimax bzw. die ästhetische Veränderung da ein großer Faktor diesbezüglich? Und ich kann dir sagen, 100%. Das hier, ich habe das glaube ich auch mal in einem Video besprochen. Was ich heute kann, ist alles, was ein normaler Mensch auch kann. Das mag jetzt vielleicht lustig klingen, aber so eine ganz simple Sache wie einen Apfel zu essen, ohne dass es da Probleme beim Abbeißen gibt, hat mir schon Probleme gemacht als Mensch. Und so wie Felix das auch beschrieben hat, wenn du nicht lachen kannst, also ich habe mich damals, so wie Felix auch, sehr geschämt, weil bei mir war der Unterkiefer auch sehr weit vorne. Ich glaube, ich konnte das noch mit meinem Mundwinkel irgendwie ein bisschen verdecken, also es hat auf jeden Fall nicht reingeregnet, wenn ich meinen Mund geschlossen habe, I guess. Also ich weiß nicht, ob wenn ich den Mund offen hätte, ob es dann auch reingeregnet hätte vorher, aber das ist eine sehr lustige Anführungszeichen. Du weißt ja, man kann aus jedem noch so schlimmen Erlebnis, I guess, irgendwie in so einen ironischen, lustigen Spruch bringen, wie er es gerade hier getan hat. Die Bimax hat eine extreme Rolle gespielt, weil ich nach der Bimax, also das war am Anfang sogar ein bisschen komisch, weil ihr kennt noch die ganz alten Videos von mir, wo mein Unterkiefer noch vorsteht. Mein Gesicht hat auch eine ganz andere Struktur, meine Nase ist breiter geworden und ich musste mich daran gewöhnen, dass ich jetzt so ein bisschen ein anderes Gesicht habe, I guess. Und das war am Anfang auch schwierig, aber ich bin mit der Entscheidung, diese Bimax gemacht zu haben, 100% zufrieden und ich bin sehr glücklich damit, dass ich heute normal lächeln kann und mich nicht dafür schämen muss. Du musst es so sehen, andere Menschen merken das ja auch, wenn du dich für irgendwas schämst, wenn du dich aufgrund von deinem Kiefer anders verhältst, weil du dann nicht vielleicht, wenn du was zum Beispiel du hast, bist in einem Gespräch mit Leuten, die du magst oder sogar einem Mädchen, das du magst und du möchtest eigentlich was sagen, aber du schämst dich gerade, weil gerade irgendwie sie auf der falschen Seite auf dich schaut und sieht, wie dein Unterbiss ist. Ja, also erstens, ich glaube, dass eine Person, die dich wirklich mag, die unabhängig dann, also bei mir, kann dir auch ehrlich sagen, die meisten Girls, die ich getroffen habe, die haben das nicht gemerkt mit dem Unterkiefer. Erstens, und wenn, dann war das für die auch nicht so schlimm, also nicht so schlimm wie für mich auf jeden Fall. Weniger der Unterschied zum Aussehen, wie was du nach der ästhetischen Veränderung von einer Bimax-OP eben hast, ist es mehr das, was im Kopf passiert, dass du eben einer Person in die Augen schauen kannst, lächeln kannst und deine Emotionen und deine Mimik quasi so ausdrücken kannst, wie du möchtest. Das ist viel wichtiger, als dass dein Unterkiefer ein bisschen weiter zurücksteht. Das mit dem Unterkiefer war für mich auch ja so eine Sache, die im Alltag einfach sehr belastet, weil du kannst viele Dinge nicht so machen wie normale Menschen. Also ich konnte nicht mal von einem Stück Pizza abbeißen. Und das war schon so ein bisschen unangenehm. Der Käse, den konnte ich nicht abbeißen, so. Das war einfach nur nervig. Und so eine Bimax gemacht zu haben und einfach mal. Es hat mir sehr, sehr stark geholfen. Natürlich trifft man dann auch bessere Personen, wenn man sich. Wenn du dich nicht gut fühlst, dann traust du dich vielleicht nicht, eine hübsche Person, eine attraktive Person anzusprechen, weil du dich selber nicht attraktiv findest. Aber wenn du dich selber magst, wie du bist, dann hast du kein Problem damit, egal wie der Mensch aussieht, mit dem Menschen zu kommunizieren, weil das Aussehen nur im Kopf stattfindet. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich war ja übergewichtig, magersüchtig, starke Akne, Unterkiefer, Unterbiss, diese GNE
und viele andere äußerliche Sachen, Kielbrust, erhängende Haut und so, ganz viele Sachen. Und das Einzige, was die anderen Personen, was die andere Person interessiert, ist das, was hier oben vor sich geht. Und der Rest ist sehr stark veränderbar. Wir alle sind Opfer von unserem Aussehen, weil wir dann dementsprechend von den Menschen, die wir sehen auf der Straße oder im Alltag, einkategorisiert werden. Wenn du zum Beispiel übergewichtig bist, wirst du einkategorisiert als zum Beispiel faule Person oder Person, die sich nicht unter Kontrolle hat zum Beispiel. Und damit, das ist dann sehr, sehr schwer, sich von diesem Gefühl, von diesem Kleinmachen von außen frei zu machen und mal etwas zu verändern, weil du kannst, ich probiere es euch zu erklären, ich war schon magersüchtig, bevor ich körperlich magersüchtig war, weil ich schon in meinem Kopf daran gedacht habe, da war ich damals 13 gewesen zum Beispiel. Und ich war schon in meinem Kopf muskulös, als ich noch übergewichtig war und es mir noch keiner angesehen hat. Also heute sieht man es, ich weiß, ich bin jetzt nicht so muskulös, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Die Veränderung findet hier oben statt und euer Körper zieht immer nach. Also euer Körper ist immer das Ebenbild von euren Emotionen. So, nicht so eine Sachen wie Unterkiefer, und so eine Sache wie der Unterbiss können wir ja zum Glück heutzutage sogar mit einer Operation beheben. Und ich bin dafür auch sehr dankbar. Es gibt eine Sache, die mich eben noch stört. Ich habe hier oben noch diese Schrauben drin und die nerven manchmal. Aber ansonsten war das die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Eine Frage, ein Video. Bis zum nächsten Video. Samuel Lift is out of lifting, Freunde. Ciao.